Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in den heutigen Predigttext möchte ich Sie mit einem Kunstbild einführen, einem Bild von Marc Chagall. Der Maler hat die alttestamentliche Erzählung aus dem ersten Buch Mose im 18. Kapitel aufgegriffen, in dem es um eine Episode aus dem Leben Abrahams und Sarahs geht. Die beiden lebten mit ihrer Familie als Nomaden in der Randzone von Wüste und Kulturland. Sie waren alt geworden in vielen Jahrzehnten ihrer Wanderungen. Eines Tages aber erlebten sie etwas Außergewöhnliches, als sie mit ihren Herden im Heim Mamre lagerten. Wie jeden Tag hatten sich alle in der Mittagshitze zur Ruhe begeben und lagen oder saßen im Schatten ihrer Zelte. Da aber tauchte überraschend unter der gleißenden Sonne drei Gestalten auf und näherten sich dem Lager. Abraham hatte sie kommen gesehen und war den drei Männern entgegengegangen. Gastfreundlich wie er war, hatte er sie eingeladen und dann ließ er auftischen, was der Hausstand zu bieten hatte, um seine Gäste zu bewirten. Diese Szene steht uns jetzt vor Augen. Die Farbe Rot dominiert das ganze Bild. Ein intensives, warmes Rot ist das mit unzähligen Schattierungen. Es verdeutlicht die Sonnenglut der Mittagshitze. Rot symbolisiert, wie wir alle wissen, auch die Farbe der Liebe. Der Maler will aufzeigen, dass es in dieser Szene um das Thema Liebe geht. Im Hintergrund, dort, wo wir am oberen Bildrand etwas blau am Horizont sehen und klein angedeutet einen Reiter auf einem Kamel, da ragt ganz in Rot eine Hand, wie aus dem Himmel kommend, in das Bild hinein. Wir haben hier einen klaren Farbkontrast von Rot und Blau. Blau ist bei Chagall die Farbe, in der er die Ewigkeit Gottes in seiner himmlischen Sphäre sichtbar machen möchte. Diese göttliche Ewigkeit grenzt er ab von der Zeitlichkeit der Welt, die überwiegend in irdenen Farbtönen dargestellt wird. Farblich will Chagall verdeutlichen, aus seiner Ewigkeit geht Gott jetzt ein in die Zeit. Die rote Hand steht hier für das göttliche Handeln und dafür, wie Gottes Liebe zu Abraham und Sarah kommt. Und als Betrachterinnen und Betrachter können auch wir erwarten, dass es um etwas Liebevolles und Wunderbares geht, was Abraham und Sarah erfahren dürfen, die beide links im Bild positioniert sind. Im Zentrum des Bildes sehen wir drei Engel. Die Farben ihrer Gewänder hat Chagall nach einem theologischen Programm gemalt. Weiß steht in der christlichen Bildsprache für das göttliche Erscheinen. Der Segen wird oft in violetter Farbe ausgedrückt. Die Transzendenz, also das Heraustreten aus allem Menschlichen und die Erfüllung mit dem Göttlichen, das wird mit Hilfe der Farbe Blau symbolisiert. In der Geschichte ist von drei Männern die Rede, die Abraham begegnen. Marc Chagall hat diese, wie viele andere Künstler, die die Szene ebenfalls gemalt haben, als Engelsfiguren interpretiert. Die zwei, die mit dem Rücken zu uns sitzen, die sehen ziemlich weiblich aus, aber vermutlich sind sie eher geschlechtslos zu denken. Der blaue Engel am Tischende scheint irgendwie mit Abraham zu reden. Er gestikuliert mit den Händen, als würde er dem Abraham etwas erklären. Seine Kleiderfarbe Blau bezieht sich auf Abrahams blaues Gewand und dessen Handhaltung. Abraham steht da, als würde er ganz bescheiden und ergeben auf eine Nachricht reagieren. Die beiden blauen Figuren, Abraham und der Engel, die schließen die zwei anderen Engel wie eine Art Klammer ein.
Zwischen beiden Figuren gibt es eine Verbindung. Und wenn Blau die Farbe für Transzendenz ist, also für die Offenheit und Erfüllung mit dem, was vom Himmel auf die Erde in die Menschen hinein will, dann erfährt Abraham jetzt etwas aus Gottes Sphäre. Vom lila Gewand des Engels ist auch ein Farbanteil in das Gewand Abrahams gekommen, darum das tiefe, intensive Blau. Er ist auch ein gesegneter Mensch, denn lila, wir haben es gehört, steht für den Segen, den der Herr dem Abraham verheißen hat. Und dann sind da noch die gelben Flügel des Engels am Tischende. Auch sie haben einen Bezugspunkt in diesem Bild. Und dieser Bezugspunkt ist Sarahs Kleid, von dem das Gelb widerscheint. Ich habe einmal gehört, dass es in der jüdischen Mythologie die Vorstellung gibt, die Menschen hätten aufgrund des Sündenfalls ihre Flügel verloren. Wo aber die Liebe Gottes Menschen vereint, da wachsen ihnen sozusagen Flügel wieder, mit denen sie Ungeahntes erreichen können. Während die Gesichter von Sarah und den Engeln in Rot und Rosé gemalt sind, hat Chagall das Gesicht Abrahams bunt gemalt. Es hat rote Farbanteile, die Gottes Liebe symbolisieren. Violette Striche zeigen den Segen auf, den er erhalten hat. Daneben leuchtet Weiß auf als Zeichen, dass Gott da ist und Abraham erscheint. Und das Gelb an der Nase und auf dem Kopf steht für die Heiligkeit und Grün für die Verklärung, die der alte Mann erlebt. Und was ihm und Sarah nun die göttlichen Boten mitteilen, das hören wir aus unserem Predigttext für heute. In 1. Mose 18 heißt es: Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Ich will euch einen Bissen Brot bringen lassen. Danach mögt ihr weiterziehen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Und er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter dem Eingang des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach zu sich: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist doch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht? Sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Liebe Gemeinde, was hat dieser Text aus dem Alten Testament eigentlich mit der Advents- und nahen Weihnachtszeit zu tun? Das werden sich vielleicht nicht nur die Konfirmandinnen und Konfirmanden heute fragen. Eine Szene aus uralter Zeit im heißen Orient. Es geht um alte Leute und um drei Männer, die möglicherweise in Engelsgestalt erscheinen. Und auf irgendeine Weise ist in diesen Gott selbst zugegen und sie sprechen von einer unmöglichen Schwangerschaft. Letztere immerhin könnte einen Wink in Richtung Weihnachten aufzeigen. Und darauf will ich jetzt eingehen. Das Motiv von der Verheißung eines Sohnes und von Kindschaft überhaupt ist im Alten Testament sehr wichtig.
Neben Abraham und Sarah werden uns in anderen Büchern des Alten Testaments weitere alte Ehepaare vorgestellt, deren Kinderwunsch lange unerfüllt blieb. Diese Leute hofften auf Gott und er schenkte ihnen am Ende ihres Wartens doch noch das ersehnte Kind. So erfüllte Gott ihre Hoffnungen und führte ihr Leben zu einem guten Ziel. Aus Geschichts- und Prophetenbüchern gelangte das Thema später hinein in die Evangelien. Dort finden wir es wieder bei Elisabeth und Zacharias, die als alte Eltern dann noch zur Unzeit ihren Sohn Johannes, später Johannes der Täufer, bekommen haben. Anders ist es bei Maria. Auch sie erhält von einem Engelsboten die Verheißung eines Kindes, ebenfalls zur Unzeit. Bei ihr geht es nur umgekehrt. Sie ist eigentlich noch viel zu jung und wird unehelich schwanger, was aber sehr problematisch ist. Kinder, also Nachkommen zu haben, bedeutete für Menschen in biblischer Zeit bis in unsere jüngere Geschichte in erster Linie, dass ihr Überleben im Alter gesichert werden konnte. Sie wussten, wenn wir nicht mehr für uns sorgen können, dann werden die Kinder für uns da sein. Die Geschichte der eigenen Familie konnte weitergehen. Man fühlte in den Kindern und Enkeln, da wird noch etwas von uns selbst weiterleben und in die Zukunft getragen werden. Es ging also auch um das Bleiben von Anteilen der eigenen Person, von dem, was man gelebt hat in den künftigen Generationen. Das erfüllte die Menschen mit Lebenssinn. Und so geht es oft auch in unserer Zeit. Keine Kinder zu bekommen, ist für etliche Paare auch heute ein Problem, das seelische Belastung mit sich bringt und nicht wenige auch in Sinnkrisen stürzen kann. Viele Menschen fühlen damals wie heute ihr Leben als unerfüllt und gefährdet, wenn sie keine Nachkommen hatten oder haben. In der Bibel wird nun aufgezeigt, dass Gott in diese Krisen- und Gefährdungssituationen hinein handelt. Er lässt sich die Not und das Leid von Menschen etwas angehen und macht sich auf den Weg zu ihnen. Er geht hinein in das Leben der Leute, die ihm vertrauen und damit rechnen, dass Gott ihr Leben segnet und sie heil machen kann. Und darum geht es in unserem Text und deshalb ist er auch ein adventlicher Text. Abraham und Sarah stehen für solche Menschen. Sie waren geduldig gewesen mit ihrem Kinderwunsch jahrzehntelang. Sie hatten ein unglaubliches Gottvertrauen bewiesen, als Gott sie aufforderte, aus ihrer Heimat wegzuziehen in ein Land, das er ihnen erst zeigen wollte. Als ältere Leute hatten sie sich auf das Abenteuer eingelassen, immer in der Hoffnung, dass sie andernorts mit eigenen Kindern ein neues Leben beginnen würden. Aber dann waren die Jahre an ihnen vorbeigezogen und sie waren alt geworden. Zuletzt zu alt, um noch Kinder zu zeugen und gebären zu können. Immer hatten sie an Gott festgehalten, dass er zu ihnen stehen würde. Sie waren auch nicht böse auf Gott oder machten ihm gar Vorwürfe. Nur, sie erwarteten zuletzt ganz realistisch nicht mehr, dass sich ihre Situation noch ändern könnte. Und dann, als sie die Hoffnung längst aufgegeben hatten, als es biologisch auch gar nicht mehr gehen konnte, weil Sarah aus dem gebärfähigen Alter raus war, da erst griff Gott wunderbar ein. Unser Text ist hier merkwürdig. Einerseits wird von drei Männern geredet, die Abraham besuchen und mit ihm sprechen, aber dann redet immer nur einer, nämlich der Herr, Hashem zu Abraham. Hashem heißt im Hebräischen der Name und damit ist Gott selbst gemeint. Die drei Gestalten und der eine Gott. Schon frühe christliche Theologen meinten in dieser Passage eine Anspielung auf die Dreieinigkeit Gottes zu erkennen.
Gott erscheint in drei Seins- oder Wirkweisen. Er ist gegenwärtig, und zwar indem er segnet und indem er die Menschen mit seinem Geist und seinen Lebensmöglichkeiten erfüllt. Gott erneuert seine Zusage, dass der alte Mann doch noch Vater werden wird, und zwar übers Jahr, ganz bald also. Und Sarah, die das vermutlich irgendwo hinten im Zelt gehört hat, die lacht in sich hinein. Für sie gibt es ein zu spät. Sie hat so lang vergeblich gehofft und weiß, dass sie jetzt körperlich nicht mehr in der Lage ist, ein Kind zu empfangen. Und ich kann verstehen, dass sie lacht, weil es einfach unmöglich ist, was ihr da zu glauben zugemutet wird. Aber da hakt Gott nach, der Sarahs Reaktion erlebt. Er fragt, warum sie lacht und damit zeigt, dass sie an dieser Botschaft, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen, so zweifelt. Und Sarah, die reagiert wie die meisten, die sich ertappt fühlen. Sie leugnet einfach, gelacht und gezweifelt zu haben. Sie leugnet längst, ihre diesbezüglichen Erwartungen an Gott verloren zu haben. Aber Gott lässt das nicht gelten. Du hast gelacht, wiederholt er. Und es gelingt in diesem Kontext so, als wolle er sagen, du wirst dich noch wundern und noch viel mehr zu lachen bekommen, nämlich lachen vor Freude über dein Kind. Ich verstehe Sarah als eine realistische Person, die sich eingerichtet hat in ihrer Erwartungslosigkeit und Resignation. In dieser abgeklärten Haltung wird sie von Gott überrascht. Und er holt sie raus aus ihrer Abwehr und fordert sie heraus, indem er sagt, lass doch, was ich mit dir will, auch an dir geschehen. Es wird gut werden, auch wenn jetzt noch alles unbegreiflich für dich ist. Und das scheint mir zentral an diesem Text zu sein, dass die Erwartungshaltung der beiden Alten aufgebrochen wird von Gott. Wo es nichts mehr zu hoffen gibt und gab, da sind die beiden jetzt wenigstens überrascht. Vermutlich können sie nicht fassen, was geschieht, und nur noch ungläubig staunen. Aber immerhin, die Bewegung hat etwas entfacht in ihnen. Hoffnung leuchtet auf. Und weil diese wieder erwacht ist, kann auch Neues entstehen. So geschieht es immer, wenn Gott eintritt in unsere Welt, wenn seine Liebe zu den Menschen kommt und Gestalt annimmt. Liebe Gemeinde, was für Abraham und Sarah galt, das kann auch für uns bedeutsam sein. Es geht doch darum, dass auch wir von Gott noch etwas erwarten und nicht weniger als das, dass er in unsere Welt kommt, auch heute. Wir sollen damit rechnen, dass er in die Gefährdungssituationen des Lebens eintritt, dahin, wo Menschen in Not und Leid sind, wo ihr Leben unerfüllt ist und sinnlos geworden scheint, wo Hoffnungen und Erwartungen klein geworden sind angesichts der vielen Probleme. Da erscheint Gott selbst und will Menschen herausholen aus ihrer Erwartungslosigkeit. Und daher ist es so wichtig, empfänglich zu bleiben für Gottes Erscheinen und Wirken. Die Weisen von Gottes Gegenwart können dabei ganz weltlich sein und doch zugleich voller Gott. So wirkt er beispielsweise durch Menschen, die mit ihrer Fürsorge und Hilfe ihren Mitmenschen zu Engeln werden. In anderen wirkt er, indem er ihnen Erkenntnisse schenkt, die helfen, Mittel und Wege zu finden, wie man aus Krisen herauskommen kann. Und es gibt solche, die mit ihrer Kunstfertigkeit, aber auch mit ihrem Humor die Leute erfreuen und wieder zum Lachen und zu Freude bringen können. Gottes Liebe wirkt in so vielen und in vielem. Ich denke, gerade in unserer diesjährigen Situation ist es nötig, dass wir mit dieser Liebe Gottes rechnen und offen sind für all die Formen, in der sie uns begegnen will. Ich glaube, dass uns das hilft, auch mit den Beschwernissen und Einschränkungen fertig zu werden, mit denen wir jetzt leben müssen.
Wir haben es gehört und wissen es ja alle selber. Die Corona-Pandemie, die bedroht unser gesellschaftliches Leben und unsere wirtschaftliche Existenz. Sie gefährdet uns und unsere Lieben und sie setzt dem Leben gerade unserer alten Menschen jetzt so enge Grenzen. Und das ist unsere Realität. Aber genau in dieser dürfen und sollen wir mit Gottes Wirken rechnen. Wo seine Liebe auftaucht, ist das Leben ja nicht am Ende. Wo sie wirkt, auch in und durch uns selbst, da gibt es Zukunft und neue Perspektiven. Mag sein, dass dabei manche unserer Erwartungen auch enttäuscht werden, weil das, was kommt, von Gott anders aussieht, als wir es erhofften. Aber dennoch kann es am Ende gut für uns werden. Für mich persönlich ist es zum Beispiel gut, dass ich durch die jetzigen Corona-Beschränkungen merke, es ist nicht einfach selbstverständlich in meinem Leben, was ich all die Jahre tun konnte. Überall hinreisen, immerzu Freunde besuchen, mit vielen etwas unternehmen, Kunst und Kultur genießen. Seit das alles nicht so geht, spüre ich erst, wie sehr mir mancher Kontakt fehlt, wie lieb mir Menschen geworden sind und wie bedeutsam auch manche Dinge. Ich begreife wieder ihren Wert und weiß das alles viel mehr zu schätzen. Und das macht mein Leben reicher, obwohl mancher Verzicht auch wehtut. Zuletzt, wo Gott auftaucht, kann sogar dann noch Neues geboren werden und entstehen, wo alles ausgelebt, ausgeschöpft und erschöpft schien. Das zu glauben, wird uns zugemutet, gerade jetzt, um diese Krisenzeit gut zu überstehen. Was ich sage, mag für die nüchternen Realisten lächerlich klingen. Sarah hat auch gelacht, als sie die Botschaft von der unzeitigen Schwangerschaft vernahm. Am Anfang lachte sie aus Zweifel, am Ende vor Freude. Ich weiß nicht, wie es uns gehen wird in ein paar Monaten. Ich hoffe aber, dass wir dann die Krise ein ganzes Stück weit hinter uns gelassen haben werden und uns wieder freuen können auf alles, was uns dann mit Gottes Hilfe wieder möglich sein wird.